Okay, erzähl mal, wie kamst du zur Musik? Ich würde ja sagen, dass mir die Leidenschaft für die Musik angeboren ist. Und ich habe schon immer alles mitgesungen, was ich mitsingen ließ. Und habe dann im Jahr 2000 bei dem ersten öffentlichen Casting mitgemacht, aus dem die No Angels entstanden sind. Bin dort bis unter die letzten 12 gekommen. Und da war dann richtig klar, Musik ist mein Ding und das ist das, was ich machen will. Ich finde, Liebe kann man singen. Mein Leben wird dich schützen, du. Du wirst mich nicht verlieren, sag es laut, wenn du mich liebst. Oh, sag. Ich bin gern mittendrin, direkt unter den Leuten und nehme die Stimmung auf, versuche die Emotionen zu fühlen und dann eine Art Stimmungsverstärker zu sein und ein Event zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ich finde es eine absolute Herausforderung, zum Beispiel aus einem wippenden Fuß einen tanzenden Fuß zu machen. Und wenn mir das gelingt, das ist für mich einfach das Größte. Man könnte jetzt denken, wow, die macht das schon 15 Jahre, das ist bestimmt schon ziemlich Routine. Aber in meinem Gefühl gibt es überhaupt keine Routine. Egal, ob ich in einer Kiezkneipe auf dem Reeperbahn-Festival singe oder zur Hochzeit in einem 5-Sterne-Hotel, es ist einfach so bunt wie das Leben. Jede Vorbereitung für einen Auftritt ist jedes Mal neu und anders. Und ich liebe es, die Leute zu überraschen mit Ideen, weil oft glaubt man gar nicht, was man alles machen kann. Zum Beispiel hatte ich ein Hochzeitspaar, deren Song war von Paul Kalkbrenner, Skies and Sand. Da denkt man jetzt, okay, das zum Kuss nach der Trauung? Mittel. Aber ich habe das dann einfach als Pianoballade gemacht und wir haben den Bräutigam damit überrascht und es sind viele Tränen geflossen. 'Cause I'll be come back soon, and we build up castles in the sky and in the sand. Für welche Anlässe kann man mich buchen? Egal, ob es im Vordergrund oder im Hintergrund stattfinden soll, laut oder leise, mit Band oder mich allein. Von der Taufe über die Hochzeit zu einer großen Party. Ich freue mich auf ein Kennenlernen. Vielen Dank. Danke sehr.